wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ich freue mich wie immer, dass er für uns die Zeit findet und mit uns hier das Webinar veranstaltet. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie live dabei sind, auch wenn das Wetter wunderschön draußen heute ist. Nichtsdestotrotz, der Markt, der nimmt da keine Rücksicht auf uns und schon gar nicht auf das Wetter. Von daher sehr spannend gerade. Gerade kamen noch Nachrichten raus, Zahlen, Wirtschaftszahlen und entsprechend reagiert der Markt. Da wird der Heiko sicherlich gleich auch mal ein bisschen drauf eingehen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED und wir schauen uns gemeinsam die Risikohinweise an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr schön. Dann, lieber Heiko, übertrage ich den Bildschirm. Freue mich auf das Webinar und wünsche natürlich wie immer viel Erfolg und viel Spaß. Jo, vielen lieben Dank. Ja, dann auch nochmal im, heiße ich euch alle auch herzlich willkommen und vielen Dank auch an FXFLED, dass sie mir das ermöglichen, heute wieder hier live dabei zu sein. Und wir sind hier schon auf meinem Bildschirm. Ich habe wie immer vom Ablauf her so ein bisschen einen Ausbildungsanteil mitgebracht, der passend auch zu dem Thema gerade ist, nämlich heute, wie ihr es schon lesen könnt, Fast Moving Markets, also sehr, sehr schnelle Märkte. Und von daher werde ich da mal kurz drauf eingehen, ein bisschen Ausbildungsanteil, dann ein bisschen Analyse machen, auch vom Nasdaq. Der Dirk ist ja mehr der Dow-Trader und da dachte ich mir, dann nehme ich mir den Nasdaq her. Bei der Volatilität, die gerade aktuell im Markt ist, muss man halt mal gucken, ob ich was handle oder nicht. Der Grund liegt darin, dass selbst ohne Webinar ich jetzt die letzten Tage schon ordentlich zu rotieren hatte, dass ich da nach vorne komme, denn auch ich selber, die ein oder andere Fehlentscheidung, wenn der Markt dann halt irgendwie am Stück dann 100 Punkte läuft oder 80 Punkte und wieder umdreht und so, das ist schon auch nicht einfach zu handeln. Zumindest für mich nicht. Andere werden sich vielleicht da drinnen wohlfühlen. Aber die Risiken und auch die Chancen, die gerade in dem Markt sind, darauf werde ich jetzt gleich nochmal auch in dem Ausbildungsanteil eingehen. Alright, dann habt ihr die Möglichkeit natürlich auch den Chat dort mir Fragen zu stellen. Die lese ich dann vor und werde sie auch gerne beantworten. Und dann werden wir da auch nochmal drauf eingehen. So, ich würde jetzt erstmal starten mit dem Ausbildungsanteil und dann gehe ich dann nochmal auf die Fragen ein. Wenn ihr da welche habt, auch zu dem Thema jetzt, dann könnt ihr mir die gerne stellen. Und dann kann ich die nochmal beantworten. Gut. Dann Thema Fast Moving Markets. Was bezeichnet denn so Fast Moving Markets oder sich schnell bewegende Märkte, wenn wir mal im Deutschen bleiben? Also meistens kommen sie vor, wenn wir News haben, die den Markt beeinflussen, gerade eben der gesehen, mit den Inflationsdaten, CPI-Daten, die etwas höher als erwartet sind. Ich weiß nicht, 200-300 Punkte ist der Nasdaq oder auch andere Märkte gerade gefallen und vom Tageshoch ging es dann direkt zum Tagestief. Ja. Das wäre das eine. Das andere ist, wenn vor allem auch während des Handels ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Market und Limit Orders besteht. Das werden wir dann nachher mal sehen, wenn wir vielleicht nochmal auf den oder wenn wir dann nicht vielleicht, sondern wenn wir dann in den Nasdaq eingehen. Bitte lasst euch von dem Piepen nicht irritieren. Ich mache es mir hier noch ein bisschen leiser. Das Piepen kommt immer alle 10 Sekunden, bevor eine 5-Minuten-Kerze zu Ende ist. Ne? Und da piept das dann halt immer so, habe ich eigentlich immer ein Gefühl, wann die 5-Minuten-Kerze gleich fertig ist und muss mich da irgendwie nicht auf die Uhrzeit konzentrieren. Ist für mich sozusagen nur ein Audiosignal. Genau. Dieses Ungleichgewicht, worin macht sich dieses Ungleichgewicht auch bemerkbar? Man redet, wir werden dann auch sehen, dass wir relativ lange Punktspannen innerhalb kürzester oder in sehr, sehr kurzen Timeframes haben.
Man spricht allgemein davon, dass wir ein dünnes Orderbuch haben und dieses Orderbuch werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Und wir können auch das sehen bei auch im MetaTrader, die Limit Orders, die da am Markt liegen. Ich habe noch ein bisschen ein anderes modifiziertes Orderbuch, was ich an den Stale Trader mit angeschlossen habe. Dann, da sieht man es auch dann nochmal ein bisschen detaillierter. So ganz so detailliert kann man das jetzt im MetaTrader dann nicht sehen, aber werden wir dann auch nochmal sehen. Ja, und was wir dann auch haben, typischerweise in solchen schnellen Märkten mit einem dünnen Orderbuch und wo es immer wieder große Market Orders auf kleine Limit Orders treffen, ist, dass der Spread typischerweise viel höher ist als normal. Also ich sage jetzt mal Nasdaq Future als Beispiel ist der Spread vielleicht 2 Ticks und aktuell ist er vielleicht 4 oder 5 Ticks teilweise. Ja. Werden wir dann auch sehen. Ja. Wenn wir dann uns den Markt dann mal zu Gemüte führen. Ja. Dann ist die Frage mal, ich habe das jetzt mal nur am Beispiel vom Nasdaq, das, was ihr hier rechts im Chart seht, ist ein 1-Sekunden-Chart. Und für den Nasdaq bedeutet das, wenn man das da oben mal umlegt in die Struktur des Marktes, bedeutet das, dass wir hier in dem 1-Sekunden-Chart innerhalb einer Sekunde teilweise 6 bis 15 Punkte sehen. Also so schnell sind die Märkte zurzeit. Also ich meine, jetzt muss man sich mal vorstellen, ich sage 21 und also eine Sekunde, ja, wenn man 21 ja ausspricht und innerhalb der Sekunde hat der Markt sich um 11 Punkte bewegt. 11 Punkte sind halt im Mikro-Future, wenn ich den handel, sind das $22, im normalen Mini-Nasdaq-Future $220 plus oder minus und bei den CFDs natürlich entsprechend das, was man halt an CFD handelt. Ja. Also bei einem CFD halt $11. Ja. Und 11 Punkte in innerhalb einer einzigen Sekunde ist, finde ich, schon massiv. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mich noch an Zeiten erinnern und da gab es manchmal teilweise gar keine Bewegung oder vielleicht ein Tick in der Sekunde. Aber 11 Punkte in der Sekunde ist schon monströs. Ne? Wie gesagt, das kommt dadurch zustande, dass halt relativ kleine Limit-Orders drin sind im Markt. Und wenn dann jemand Market Sell draufdrückt und 100 Kontrakte verkauft, dann bewegt sich da halt der Markt dann halt innerhalb von einer Sekunde halt um 11 Punkte oder 12 Punkte. Vorhin gerade eben, jetzt zu den News, waren sogar 40 Punkte in einer Sekunde. Ne? Da sind wir dann aber, denke ich mal, als Mensch dann zu langsam. Ja. Wenn wir uns dann den M1-Chart anschauen, also den Minuten-Chart, dann haben wir teilweise bis zu 40 Punkte. Ich habe hier mal mit blauen Linien eine Minute abgesteckt, ja, vom Sekunden-Chart, also demnach 60 Candles. Und in der Minute sehen wir hier, dass der Markt einmal 36 Punkte vom tiefsten zum höchsten Punkt gestiegen ist. Also da ist ja die Minute noch gar nicht rum, das sind vielleicht 40 Sekunden, sage ich jetzt mal. Und in den letzten 10 Sekunden plus mit dem Beginn der neuen 1-Minuten-Kerze ist der Markt um 40 Punkte gefallen. Und das würde ich jetzt mal so schätzen, ist so grob 30 Sekunden später, ging es das Ganze dann wieder entsprechend 32 Punkte nach oben. Das heißt, in 2 Minuten, wenn man das mal jetzt nur diese Strecke, die ich da eingezeichnet habe, ja, wie gesagt, wir reden nur von lächerlichen 2 Minuten während des Handelstages gestern, kurz vor 16 Uhr, haben wir hier eine Strecke abgelaufen von, das sind 76 Punkte, 78, 108 Punkte. Und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, was 108 Punkte auch bedeuten, wenn man die vielleicht auf dem Konto hätte oder wenn man sowas auch verlieren könnte innerhalb von 2 Minuten, und das zeichnet ganz klar diese sich schnell bewegenden Märkte halt aus. Und wenn wir dann halt noch eine Etage höher gehen in den 5-Minuten-Chart, wer sich gestern den 5-Minuten-Chart angeschaut hat, ja, der sieht, dass wir teilweise dort Kerzen haben, 50 bis 150 Punkte. Ich habe letztens eine 5-Minuten-Kerze gesehen, da dachte ich, alter Schalter, die war, glaube ich, 172 Punkte lang. Also in 5 Minuten 172 Punkte. Wie gesagt, das ist alles nur der Nasdaq. Jeder andere Markt hat natürlich andere Volatilitäten. Im Dow kann es sein, dass 150 Punkte gar nicht sind, ja, dass es dann eher 200 oder 300 Punkte Kerzen gibt. Da ich jetzt aber den Dow so mir bewusst nicht angucke, habe ich das jetzt auch nicht wirklich auf dem Schirm. Wie gesagt, betrifft alles hier jetzt dem Nasdaq, der ja wirklich sauschnell halt ist.
Genau, das mal zu diesem Thema, also was Fast Moving Markets auszeichnet und vor allem, wie die Volatilität bemerkbar macht. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal hier den gestrigen Tag als Beispiel im 5-Minuten-Chart an, mit dem MetaTrader hier, und sehen im 5-Minuten-Chart als Beispiel mit Gelb mal so Strecken gekennzeichnet, die so 150 bis 200 Punkte am Stück laufen. Wir haben das gestern gesehen, die erste Minute nochmal nach oben, dann dreht der Markt halt um und dann fällt der Markt innerhalb von 20 Minuten fast 200 Punkte runter und danach wieder in 15 Minuten, ja, die gleiche Strecke wieder hoch oder dann später auch nochmal in 15 Minuten fast 200 Punkte runter oder dann am Abend gestern 19:30 Uhr der Ausbruch. Ihr seht das ja, wie konstant der Markt da mit Gelb markiert, da die Strecke nach oben läuft. Ja. Und dann haben wir aber auch noch im Chart, sehen wir grün markierte Bereiche. Grün markierte Bereiche sind, wo ist das Grün hin? Eigentlich ist das Grün hinterlegt. Wo ist es hin? Wo ist das hin? Warte mal. Aha. Muss ich nochmal hier aufploppen. So, grün, so soll es sein. Grün sind sehr stark überlappende Kerzen. Hier 60 bis 80 Punkte in eine Richtung und die nächste Kerze, die ich jetzt, also es sind ja nur einige Beispiele, ich habe jetzt nicht jedes Beispiel hier, wo es das auftritt, markiert, ja. Aber man sieht ja, dass danach teilweise die Kerze entweder zu 70, 80% neutralisiert würde, 90% die vorhergehende Kerze oder sogar noch mehr, also mehr als die vorhergehende Kerze war, als Beispiel hier dieser Verlauf hier. Ja, wir sehen die Kerze hier deutlich nach oben gehen. Sie schließt am Hoch und die nächste 5-Minuten-Kerze neutralisiert die Kerze davor komplett, also mehr als 100% halt. Ja, hier sehen wir, dass der Markt halt deutlich zurückkommt und hier auch, also so 90% würde ich jetzt mal sagen, ne? So. Und das hat natürlich auch Konsequenzen logischerweise für den Handel. Ja, so und was ich mal als Beispiel so ein Trade gestern von mir, einer derer, ich selber bin gestern davon ausgegangen, dass der Nasdaq sein Gap hier unten, was hier unten war, zumacht. Ja, also irgendwo hier unten war das gewesen, weiß jetzt nicht mehr wo. Ja, und dann fällt er hier so Vollgas runter und ich bin dann halt reingehüpft in die Short-Bewegung und war irgendwo mit einem Trade hier Short, habe da 40 Punkte geholt und dachte, okay, die krachen das direkt nach unten durch. Ja, und dann war ich also hier zum Ende der 5-Minuten-Kerze drinne und dann nochmal hier oder hier oben drinne und wurde dann hier mal markant mit minus 60 Punkten oder 70 Punkten da einfach mal ausgestoppt. Ja, und das hat keine, ja, hat keine 5 Minuten gedauert. Ne? Oder ich glaube hier oder nee, ich weiß genau, wie es war. Der Markt ist halt hier runtergefallen, ein Stück nach oben gegangen und dann gab es hier eine einzige 1-Minuten-Kerze. Die hatte blau geschlossen, die 1 Minute. Und dann 40 Punkte war die lang und dann fängt die an runterzufallen, die Folgeminute. So, und als der Markt dann hier unten stand, bin ich dann in den Short reingehüpft. Ja, aber ich dachte, jetzt kommen hier die nächsten 3, 4, 5 Minuten weiter runter. War dann Short gewesen und am Ende ist diese 1 Minute 40 Punkte gefallen und wieder 50 Punkte gestiegen. Es sah am Ende so aus, dass die sogar weiß geschlossen hat oder hier, ich mach's mal blau, ja, und hier ganz lange Lunte hat. Und da dachte ich, na toll. Da habe ich oben bei einem Widerstand hier oben nochmal eine Position reingenommen und ja, musste dann rausgehen. Zum Glück bin ich auch rausgegangen, sonst wäre es sehr schmerzhaft geworden. Ja. Genau. Also das heißt, mit diesen schnellen Hin und Hers im Markt ist natürlich verändert sich auch das Trading als solches, ja, bei solchen Volatilitäten. Und wichtig ist, ich habe gestern eine Mail bekommen, heute früh in einem anderen Webinar bei meinem Guten Morgen DAX hat auch jemand gefragt oder auch die Aussage getroffen, puh, nur zum Glück bist du nicht der Einzige, der hier Schwierigkeiten hat in den Märkten, ich auch. Und wichtig ist halt zu schauen oder hinzubekommen oder versuchen, ja, es gelingt mir selber auch als Trader mit langjähriger Erfahrung nicht immer, dass man sich vom Markt nicht anfixen lässt, sondern dass man halt hier versucht, wirklich in der Schnelligkeit des Marktes auch vielleicht so hinzubekommen, je schneller der Markt wird, desto ruhiger muss ich da jetzt mal als Person halt auch werden und auch natürlich Entscheidungen muss ich schnell treffen,
aber versuchen auch, sich von dieser Hektik des Marktes nicht anstecken zu lassen, weil sonst kann man ganz schnell Sklave dieser Position werden und es kann sehr, sehr teuer werden. Wie gesagt, ich habe das Ganze am Ende dann noch rumgebogen. Ich glaube, 1,12 € habe ich gestern verdient am Ende und war aber zwischendrin auch 400 oder mehr Euro im Minus. Ich habe es gar nicht so wirklich so wahrgenommen. Ja, und also selbst ich habe auch Schwierigkeiten und kann natürlich als, ja, sag ich jetzt mal, als Lehrer oder Mentor oder wie auch immer man das nennen mag, vielleicht dann auch versuchen, euch da ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Ne? Ja, in der Umsetzung, wenn die Märkte dann hoch und runter rennen, ist es sicherlich nochmal eine ganz andere Ecke, als sich jetzt das hier von weiter weg aus zu betrachten. Ja, wer vielleicht gestern sich im Handel gestern selber aktiv war, wird er vielleicht dann auch mitbekommen haben, wie es ihm ergangen ist. Ne? Und klar ist, wenn ihr in solchen Märkten halt merkt, dass ihr prinzipiell gut damit klarkommt, dann liegt natürlich die Herausforderung dann darin, wenn mal die Märkte wieder weniger Volatilität haben, ja, dass dann auch diese Fehler, die jetzt keine darstellen, weil der Markt halt, weil man reinhüpft in eine Bewegung und der Markt rennt halt auch weiter nochmal 20, 30 Punkte, ja, das wird man dann wieder bei anderen Volatilitäten eher nicht haben. Ne? Was bedeutet das nun für einen Handel? Also ich habe jetzt mal bin nur auf die Risiken eingegangen, denn das Gegenteil der Risiken ist auch immer der Vorteil, logischerweise. Aber viele reden ja immer nur über die Vorteile und ich finde eigentlich, in so einem Markt sollte man viel mehr auf die Risiken hinweisen und prinzipiell sollte man mehr auf die Risiken eingehen, weil wenn man die Risiken im Griff hat, kommen die Gewinne, wenn man so will, automatisch. Denn jedes Mal, wenn das Risiko nicht eintritt, was man eingeht, ist es ja höchstwahrscheinlich ein Gewinn. Ja. Und deswegen an der Stelle, welche Risiken gibt das hier vorwiegend für den Handel? Ganz klar, oder es ist ja auch offensichtlich, erwischt man den grünen Verlauf, ja, dann macht natürlich ein Halten der Position keinen Sinn. Was meine ich? Brauchen wir jetzt, kriege ich immerhin mal das Beispiel. Als Beispiel, man ist hier short, ja, und sieht jetzt, wenn der Markt hier fällt, er im gelben Verlauf halt über 15 Minuten, keine Ahnung, von 12.390 oder machen wir von 12.400, ja, fällt der Markt hier innerhalb von 15 Minuten auf 12.280, ja, so. Als Beispiel oder 12.270. Ja, und das ist ja auch eine schöne Strecke von 130 Punkte, die der Markt hier am Stück halt läuft. So, wenn ich jetzt aber genau das unterstelle, also wenn ich diese Bewegung unterstelle, die wir hier auch machen, und ich gehe davon aus, dass der Markt halt jetzt fällt, ja, und ich bin nicht da unten short, sondern ich bin vielleicht hier short, ja, dann sieht man ja auch, was das halt für mich bedeutet, wenn die nachfolgende Kerze ja sogar das Hoch der 5-Minuten-Kerze rausnimmt und mich vielleicht dann ausstoppt. Ja. So, und oder man denkt sich vielleicht hier nach der einen weißen Kerze als Beispiel, dass vielleicht hier ein Short jetzt möglich ist, weil der Markt halt richtig nach unten kracht, crasht, was auch immer, keine Ahnung, was auch man für Ideen halt hat. Ja, und sieht dann, dass der Markt dann halt komplett wieder hochgeht und dann hier auch vielleicht die Stops rausholt mit der Positionierung. Gleich ist auch, wer, das ist, habe ich gestern auch einmal gehandelt. Ich habe hier unten an der Unterstützung einen Long gehandelt, war irgendwo, glaube ich, hier Long gewesen. Sehe die 5-Minuten-Kerze nach oben kommen, habe zum Glück auch Teilverkäufe gemacht. Und dachte, den Rest, den hältst du mal, falls der Markt hier vielleicht nochmal ein bisschen umdreht. Ich hatte hier auch weiter oben ein paar Ziele noch gehabt und dachte, das könnte jetzt klappen, weil wir hatten hier das Gap halt zugemacht und für mich stand dann die Option offen, dass der Markt genau das, was er erst um 19.30 Uhr macht, jetzt dann halt vielleicht hier schon macht. Ne? Also, dass der Verlauf, den wir hier haben, ja, den hätte ich halt gerne genau hier gesehen. So, ne? Das war mein gedachter Verlauf schon. Ja, so. Und dann hält man die Position, die Kerze schließt oben, denkt sich, naja, alles klar, von mir aus kommt die ein bisschen zurück, ach, ist nicht so schlimm, die nächste Kerze steigt eh weiter, die nächste weiße Kerze, die nach oben geht und dann sieht man, dass der Markt komplett runtergeht und man muss dann zugeben, dass man hier dann den Trade dann halt irgendwo dann doch schließt, leicht im Plus und denkt sich, okay, was für ein doofer Markt, wenn man halt auf das Halten einer Position setzt und dann die nachfolgende Kerze komplett zurückkommt. Genau das Umgedrehte der Fall,
Ja, man setzt oder man denkt, okay, der Markt läuft ja hier hin und her mit so einen hohen Kerzen. Ja, und man erwischt dann oder setzt dann auf so einen Verlauf und denkt sich, okay, ja, jetzt läuft halt eine 5-Minuten-Kerze gegen mich, aber wie oft haben wir das schon gesehen, dass die nachfolgende Kerze genau entgegen der Richtung läuft? Ja, und nur als Beispiel, man ist vielleicht jetzt hier short, ja. Machen wir es mal rot. Ist ja jetzt nicht so, dass es davor, ja, wäre es ja immer gut gewesen, in den Bereichen hier die Shorts zu suchen, ja, und auch hier unten, ja. So, warum auch nicht hier nochmal so. Und auch hier, die Kerze schließt ja am Hoch, die neue Kerze macht ein neues Hoch, nimmt das raus und fällt dann ja komplett runter. Das heißt, also warum soll ich jetzt hier gleich rausgehen, wenn ich hier vielleicht in meinem Positionsmanagement dann noch denke, okay, die Kerze hat jetzt ein bisschen höher geschlossen, aber bei der Volatilität ist ja die nächste Kerze, sieht ja eh so aus. Ja, also wenn das meine Erwartungshaltung ist, wie es auch hier davor ja schon zweimal passiert ist oder mehrfach passiert ist, ja, dann kann es auch sein, ach, steige ich halt nicht aus, kaufe ich vielleicht hier oben nochmal nach, wenn das mein Trade Management auch erlaubt. Kaufe ich hier oben nochmal nach, ist mein Schnittkurs hier oben und ja, wenn der Markt das Tief dieser Kerze erreicht, dann habe ich halt einen coolen Trade. So, und wenn man genau auf dieses setzt, also auf diese grüne Variante, dass der Markt halt stetig hin und her geht und die vorhergehende Kerze vielleicht wieder neutralisiert, dann und man ist gerade in dem gelben Verlauf drin, dann hat man natürlich die Arschkarte auf gut Deutsch gesagt, weil egal, wo ich hier den Stop hinlege, es wird am Ende halt unter Umständen richtig teuer. Also da muss man halt überlegen, bin ich halt bereit, auch so schnell dann im Loss dann auch auszusteigen. Ja? Wie gesagt, ich habe das gestern auch ge gedacht, dass der Markt vielleicht hier so eine Kerze hinstellt, also eine 5-Minuten-Kerze, die am Ende vielleicht so ausschaut, ja, so. Und deswegen habe ich auch hier nochmal einen Short dann weiter oben reingenommen, mit der Idee, wenn die 5-Minuten-Kerze wieder schwarz wird, dann ist ja alles cool und dann bin ich doch gut positioniert. Ja, und dann, ein Glück, habe ich keine weiteren 10 Minuten gewartet, sondern halt konsequent, auch wie gesagt, ich wollte es nicht und ich dachte, oh, ist sinnlos, ja, 60 Punkte. Loss, das sind selbst mit einem Mikro oder mit einem, ja, Mikro-Future, ja, 120 Dollar. Ja, und wenn man jetzt nicht nur einen hat, sondern ein paar mehr, dann wird es halt teuer oder teurer. Ja. Gut, aber am Ende mit Zähneknirschen raus und wie gesagt, von dort aus ging es ja nochmal 100 Punkte höher. Das wäre natürlich für mich dann ja, nicht richtig gewesen. Gut, also das sind die Risiken. Klar ist, wer zum Beispiel das Glück jetzt hat oder das Können hat oder wenn der Markt halt für ihn läuft, das heißt, als Beispiel, man springt hier long rein und dann bekommt man diese Bewegung, ja, dann ist es halt auch gut. Aber man sieht halt auch, erwischt man jetzt bei dem Reinspringen, kommt danach dieser grüne Verlauf als Beispiel, dann kann er halt dieses Reinspringen, wer das zum Beispiel hier vorne gemacht hat, extrem teuer werden, ne? Oder man muss das halt aushalten können und sagen können, okay, mein Stop ist erstmal ganz weit weg. Aber es ist halt die Frage, macht das jetzt Sinn? Und was ist, wenn der Markt halt wirklich nochmal weitergeht? Ja, also das muss man, also man muss für sich hier einen Weg finden, wie man zwischen diesen beiden extremen Phasen, also das extremen Auf und Abs oder der extremen Trendbewegung halt klarkommt. Und ja, wie gut das vielleicht heute gelingt, werden wir uns dann gleich mal angucken. Werden wir uns mal hier den Markt zur Brust nehmen. Und dann können wir das Ganze uns dann nochmal anschauen. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann gerne her damit. Ansonsten wäre ich erstmal soweit durch mit den Ausbildungsanteilen. Also vom Management her, der Positionierung, also entweder man geht halt mit den Positionsgrößen drastisch nach unten. Also ich selber habe dann auch bin jetzt eher auf den CFD umgestiegen, weil ich da halt auch unter 2 Dollar pro Kontrakt halt handeln kann, was für die Volatilität für mich, zumindest der jetzt vom Trading jetzt nicht mehr hauptsächlich leben muss, für mich irgendwie entspannter ist. Also ich erreiche zumindest viel später mein Risikolevel in der Verlustseite. Und deswegen kann es da halt durchaus auch sein, dass ich vielleicht halt im Future gar keinen Trade mache. Ne? Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns die Futures halt an. Aber wir werden sehen, wie die Märkte halt reinkommen jetzt gleich nach diesem fetten Hin und Her. Ja,
Ganz klar ist, die Extrem, die man hier sieht, bedeutet auch auf der anderen Seite, dass halt extremes Management halt herein muss, ja, wenn man in diesen Märkten jetzt nicht komplett untergehen möchte. Die große Gefahr bei sowas ist, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass die Leute den Stop halt unendlich weit weglegen und dann am Ende auch immer mal wieder Glück halt haben. Ja? Also als Beispiel, wenn wir jetzt nochmal meinen Trade, den ich vorhin beschrieben habe, als Beispiel, ich war hier unten short und hätte ich meinen Stop-Loss vielleicht unvernünftigerweise ganz weit weggelegt, wir sehen ja keine 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Minuten später, also eine Stunde später, wäre ja der Trade wieder im Plus, plus minus null gewesen. Und das würde bedeuten, dass man hier ja das Glück halt, ich meine, ab und zu mal das Glück herausfordern, das gehört halt auch dazu. Und es wird auch mal gut gehen, wie es halt auch mal nicht gut geht. Ja. Also manchmal versenkt man dann noch den Elfmeter oder einen Lattenschuss, der dann doch ins Tor reingeht. Aber manchmal ist es halt auch ein Foul und man bekommt den Elfmeter gegen sich gepfiffen und der wird dann direkt verwandelt, falls der Markt dann halt doch mal dann komplett hier durchgegangen wäre. Da muss man halt überlegen, ob man für sich das halt aushalten kann. Ich sage mal so, bei der aktuellen Volatilität kommen die Märkte oftmals an einen gewissen Punkt nochmal zurück, sodass es durchaus möglich sein kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass in der Statistik steht dann immer halt ein paar Plus-Trades drin. Aber wenn man dazu immer das offene Risiko von den Trades sieht, ist dann halt immer fraglich, ist es das mir halt wert? Also wenn man sich dann die Frage mal stellt, unter welchen Risiken habe ich mir den Gewinntrade erkauft, da muss man halt gucken, dass man das halt nicht zu oft das Glück halt herausfordert. Ja. Also das ist auch nochmal so ein Thema, dass man nicht hergehen sollte und sagen sollte, ja, ich war hier long gewesen und am Ende, also jetzt sagen wir so, wenn das ins Trade Management halt reinkommt und man ist dort oben long, ja, bei diesem Trade, den ich hier jetzt beschrieben hatte, ja, so, und man hat den Stop-Loss hier unten liegen, irgendwo im Nirvana und denkt sich, okay, ja, Glück gehabt, der Markt kam da nicht nochmal runter. Meine sind halt auch irgendwie 200 Punkte Stop-Loss. Und wenn man dann halt sagt, alles klar, ich habe jetzt hier den Trade dann doch hier gut auch geschlossen, dann ist es ja okay. Ja. Aber das sollte halt im Trade-Plan sein. Für mich als Skype-Trader wäre es halt too much. Ja. Also das ist nicht mein Trading-Style. Von daher kommt das für mich halt nicht in Frage. Ja. Gut, also das vielleicht auch nochmal als Erwähnung, also das Ganze gesagt, ist alles auf kurzfristiger Basis ausgelegt, jetzt nicht irgendwie auf Trend oder Swing Trading, ja, sondern halt auf das kurzfristige Trading. Und bei diesen hohen Volatilitäten in den Kerzen ergeben sich dann halt für mich genau diese Risiken, die ich gerade eben beschrieben habe. Gut, dann wären wir soweit durch mit dem Ausbildungsanteil und wir gucken uns mal als erstes hier den Markt jetzt mal an und führen die nochmal uns zu Gemüte. Eine Frage hier noch mal hätte ich, bevor wir uns den Markt zu Gemüte führen, von Michael. Die ist ein bisschen länger, die muss ich mir selber erstmal durchlesen, damit ich das aufnehmen kann. Okay, ja, der Michael fragt hier Verständnisfrage zum Thema Gaps im CFD-Chart. Manche zeichnen sich das Gap zur CFD-Eröffnung um 0 Uhr ein. Wäre es nicht korrekter, wenn man das Gap zur Future-Eröffnung, also 2.15 Uhr, einzeichnen würde? Denn im Endeffekt bestimmt doch weitestgehend der Future-Kurs den CFD. Also ich würde es auch so machen. Ich selber zeichne mir nicht mal das Gap um 2.15 Uhr ein, sondern für mich ist es so, dass ich meine Gaps oder meine Handelsspanne, die ich für den Future halt habe, also vor allem bei den DAX, ist halt für mich die Zeit relevant von 8 Uhr bis 22 Uhr. Weil von 8 Uhr bis 22 Uhr ist die Kernhandelszeit von Future. Alles, was davor und danach halt kommt oder danach oder vielmehr davor kommt oder mit dem Wechsel dann in den neuen Tag hinein, ja, ist also nennt sich Extended Time. Ja, also es gibt so eine Haupthandelszeit und diese Kernhandelszeit ist seitens der Eurex immer noch 8 bis 22 Uhr. Und wenn man sich die Voluminas davor, also dann auch in der Nacht dann anschaut, ab 1 Uhr bis 8 Uhr ist halt nichts los. Ja. Und genau, und das ist halt durchaus dann das Thema, dass ich das gar nicht beachte, was 2.15 Uhr die Eröffnung. Das ist für mich irrelevant.
sondern eher was 8 Uhr ist, von 8 bis 22 Uhr. So würde ich es machen. Und ja, vielleicht zum Herausfinden, was für einen besser funktioniert oder was der Markt halt öfters anläuft. Für Recherchezwecke ist es natürlich vielleicht auch legitim, einfach zu sagen, ich nehme einmal das 0 Uhr und das 2:15 Uhr, weil zum Beispiel würde man jetzt feststellen, dass in 8 von 10 Fällen das 0 Uhr Gap halt, warum auch immer, halt besser funktioniert, dann würde ich das halt nehmen. Also am Ende ist es auch immer eine Frage der Praktikabilität, also passt das halt so. Genau, so würde ich das Ganze sehen. Und wie gesagt, am Ende gibt es kein richtig und kein falsch. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir gehen auch sofort auf den Markt rein. Also mit diesem Thema richtig und falsch, viele Leute fragen mich auch immer, mache ich das richtig? Nehme ich das richtige Gap? Nehme ich die richtige Uhrzeit? Berechne ich den Fibo richtig? Soll ich den so berechnen oder so berechnen? Ja, gibt ja auch 1000 Fibo-Berechnungen. Und was mir dazu mal einfällt, ist, vor ganz vielen Jahren, als man Pivotpunkte noch per Excel berechnen musste, habe ich meine Pivotpunkte per Excel selber berechnet und ich hatte in der Berechnung einen Fehler drin. Und das hat dazu geführt, dass ich die ganze Zeit verkehrte Pivotpunkte hatte. Jetzt habe ich aber an meine Pivotpunkte, weil das war damals, ich sage jetzt mal in den 2000er, der heiße Shit. Also jeder hat irgendwie Pivotpunkte gehandelt und das hat auch total oft funktioniert. Und ich habe halt mit voller Überzeugung, weil ich es ja auch selber berechnet habe und auch ausgewertet habe, gesehen, dass diese Pivotpunkte halt funktionieren. Und das wiederum lag einzig und allein an meiner Überzeugung, dass ich das jetzt auch handle dann. Und irgendwann habe ich dann meine Pivotpunkte veröffentlicht mit Charts, wo ich meine Pivotpunkte drin hatte. Und da sagt einer, ey Heiko, deine Pivotpunkte stimmen vorne und hinten nicht. Was ist denn da los? Und trotzdem habe ich die ganze Zeit damit Geld verdient, weil ich also natürlich auch Ausdauer gehabt, aber damit auch Geld verdient. Und das hat wiederum dazu geführt, dass es am Ende für mich denn Trading auch eine Glaubensfrage ist und nicht eine Frage von richtig und falsch. Und da der Markt halt an jedem Bereich halt immer mal wieder ankommt, wird auch jeder Bereich mal mehr, mal weniger gut gehalten. Als Beispiel heute, ich habe ja in meinem anderen Webinar, in dem Guten Morgen DAX heute, als Beispiel die 13.737 war Widerstandsbereich. Das hat der Markt relativ gut zur Kenntnis genommen. Und dann ist es ja mit den 14.30 Zahlen dann halt massiv nach unten gegangen. Und jetzt kann ich sagen, ja, habe ich ja super eingezeichnet. Ja. Also am Ende gibt es halt kein richtig und kein falsch. Und man sollte das versuchen, in der Praxis so einzubauen, dass es halt in dem öfters halt funktioniert, als dass es nicht funktioniert. Und dann muss man irgendwann überlegen, was bastel ich mir ein Setup da draus und dann muss man es handeln und daran halt. Und dann glaubt man ja auch für sich dann daran. Und ob das richtig berechnet ist oder verkehrt, Hauptsache es funktioniert. Ja. Und vielleicht dazu noch ein ganz kleiner Trick ganz am Ende. Ich habe es dann sogar so gemacht, ich habe mir einfach gewürfelt, mal Linien eingezeichnet und auch das hat funktioniert. Ja, einfach gesagt, wenn der Markt dorthin kommt, Limit Order rein, dort weg, funktioniert halt auch. Genauso wie es halt nicht funktioniert. Ist ja alles eine persönliche Geschmackssache. Gut, dann sind wir hier soweit durch. Vielen Dank für die Fragen. Achso, hier eine Frage noch, wo wir jetzt gerade bei Gaps und so waren. Im DAO Cash werden aber auch oft Asia-Marken angelaufen. Spielt das für den FDAX dann keine Rolle? Also ich persönlich nutze es halt nicht. Deswegen kann ich dazu auch gar nichts sagen. Wie gesagt, auch da wieder der Hinweis, eigene Recherche machen, eigene Notizen machen. Wenn man sagt, das funktioniert für mich genau so, dass der aus der Asia-Session das anläuft, und so weiter und so fort. Und dann kommt man da halt auf den Nenner. Also auch immer da zu sagen, okay, das habe ich für mich rausgefunden. Also jetzt probiere ich das aus. Dann gucke ich, dann versuche ich, den Handel einzubinden, ein Setup, ein Regelwerk darum zu stricken, oder die Marke als Exit, als Entry zu nutzen, was auch immer. Ja, das ist eure persönliche Erfahrung, die ihr damit macht. Und wenn die positiv ist, dann lässt man es. Und ist sie negativ, dann ja, dann nimmt man sie halt wieder weg, ja? Oder sucht sich was Neues. Ja? Wie gesagt, und meine Idee ist ja auch hier für das Webinar einfach immer entsprechend auch die
euch Ideen an die Hand zu geben, was funktionieren könnte, was vielleicht nicht funktioniert, was meine persönlichen Erfahrungen ist. Immer mit der Idee, dass ihr sagt, okay, das Heiko Behrendt ist über 20 Jahre schon am Markt. Das hat er hier entdeckt, das hat er erkannt und ja, probiere ich halt mal. Ja, so ist dann halt mal, wäre jetzt auch meine Herangehensweise oder zumindest ist so meine Denkweise. Ob ihr das dann so umsetzt oder sagt, ach, da habe ich probiert, funktioniert für mich gar nicht. Ja, ist auch eine Erkenntnis. Ja. Genau. So, gut. Worauf wollte ich jetzt reingehen? Achso, genau. Gerade eben hat jemand gefragt nochmal, kann ich, ob ich hier nochmal die Reaktion des Marktes hier erklären kann. Also man hat das gemerkt, ich selber hole mir meine News halt auch immer gerne von Markus Koch, den ich sehr gerne höre, um einfach über den Teich mitzubekommen, was da halt so abgeht. Und auch wenn man in den USA gelesen hat, die ganze Welt hat heute auf diese Inflationsdaten geguckt und eigentlich wollte man unbedingt heute sehen, wo ist mein Zeichen drin? Wollte man heute sehen, ein Peak in der Inflation. Also die Notenbank und alle haben halt gesagt, okay, wir haben das Hoch jetzt gesehen mit 8,5% und jetzt heute sollte die Inflation rauskommen mit 8,1, ja, entsprechend halt auch so 8,1%. Und den ganzen, den Zinspfad, den die Notenbank herangegeben hat, beruht darauf, dass wir das Peak dieser Inflation gesehen haben. Und darauf die ganze, auch die, also die ganze Zinspolitik ist aktuell so ein bisschen darauf ausgerichtet. Und raus kamen die Zahlen heute mit 8,3 und damit sind sie halt von der Erwartung, dass wir deutlichen Peak sehen, halt ist es doch eine starke Abweichung. Natürlich sind es nur 0,2%. Aber da halt alle auf diesem Markt, auf diese Werte gefühlt, ja, selbst wenn man nebenbei so Bloomberg laufen gehabt hat, die ganzen Tage, letzten Tage, seit letzter Woche wird ausschließlich über diese Zahlen heute 14:30 Uhr wurde da gequatscht. Ja, also ganz oft und immer wieder Thema. Und deswegen war mir heute schon klar, dass der Ausschlag, wenn er dann kommt, schon durchaus massiv werden könnte. Dass es wiederum so massiv wird, habe ich jetzt auch nicht erwartet. So, also. So, und jetzt muss man halt mal sehen, was die Märkte jetzt, die Amis jetzt aus diesen Marken halt rausholen. Ja. Ich selber habe hier ganz kurz, das war heute mein Trade. Ich habe, wie gesagt, das nur so aktuell, wie gesagt, kleinste Size bei mir. Es sind nur 0,2 CFDs hier gewesen. Ja. Bin ich da mal reingehüpft. Ja. Also schon krass. Also bis ich das, also ich habe zwar geklickt, aber gefühlt. Ist es denn schon so, dass der Markt da schon, sind ja trotzdem 30 Punkte gewesen jetzt? Ja, für mich jetzt sind ja maximal nur die Punkte interessant, aber da, wenn man sieht, wie wenig dann 30 Punkte von der gesamten Bewegung ist, ist schon echt krass. Ja. Genau. Und von daher, ja, müssen jetzt mal die Märkte sich nun überlegen, oder was bedeutet das? Und sicherlich, jetzt reden ja auch die nächsten Tage auch weiterhin FED-Mitglieder. Und das kann jetzt nun sein, dass der Markt dann vielleicht diese News auch annimmt und sagt sich, okay, ist auch ein Geschenk für uns. Ja, die Märkte sind weit genug gefallen. Und mal als Beispiel, warum könnte es wieder nach oben gehen? Also eine Argumentation, die mir dazu einfallen würde, wäre, trotz dieser mega schlechten News, haben wir als Beispiel, falls wir am Ende des Tages doch oben schließen sollten, könnte es halt sein, dass man sagt, okay, trotz dieser schlechten News gab es keine neuen Jahrestiefs, ja, oder die Jahrestiefs wurden gekauft und rein prozentual sind wir schon so und so weit gefallen, dass selbst bei diesen schlechten News das nicht gerechtfertigt ist, dass die Märkte so tief stehen. Und deswegen kann es halt auch sein, dass man jetzt genau das nutzt hier, um eventuell A, seine Short-Position zu schließen, B, sogar vielleicht schnäppchenmäßig halt Long-Positionen eventuell reingeht, weshalb wir dann eher so eine Range-Gedattel sehen. Also das, was wir gestern im Nasdaq zum Beispiel und auch in den anderen US-Märkten gesehen haben, so in den anderen, auch in den, was haben wir hier, 5-Minuten-Chart, in den anderen US-Märkten gesehen haben, in diesen Phasen hier, wurden also in diesen hochvolatilen Seitwärtsphasen, vor allem auch gestern, wurden immer wieder massive Long-Positionen gehandelt. Also da wurde wirklich, was da reingekauft wurde, ist schon echt brutal.
Also man hat schon gemerkt, okay, in diesen Breitengraden finden wir derzeit mehrheitlich Käufer. Was heißt aber Käufer? Käufer können zwei Sachen sein. Käufer können im Markt sein, dass wir bestehende Short-Positionen hatten, ja, von hier oben irgendwo. Und diese Short-Positionen werden jetzt hier geschlossen. Also wenn solche Short-Positionen geschlossen werden, dann haben wir halt, muss man ja kaufen. Das würde aber bedeuten, dass halt ohne diese Käufe der Markt halt einfach durchfällt. Ja, durch diese Käufe wird dieser Fallen, wird das Fallen verlangsamt. Und das wiederum führt, oder die Käufe schließen von Positionen, heißt, man entzieht dem Markt halt Liquidität. Also es ist kein Positionsaufbau. Wenn es Positionsaufbau wäre, dann sollte man eher sowas sehen. Wir sehen einmal solche Käufe, dann geht der Markt, steigt der Markt, dann finden wir wieder Käufe in einem Bereich oder vielleicht, oh, das ist ja zurück, machen wir es mal blau, etwas tiefer Käufe, sodass wir halt sehen, okay, auf höheren Niveaus, ja, also der Markt macht dann einen Rücksetzer, wieder eine Range und dann geht er höher. Dann könnte man sagen, okay, wir haben wirklich Position im Markt. Und aus dieser heraus entsteht dann ein Reversal. Aus dem Reversal entstehen dann ein, zwei, drei steigende Tage und daraus kann dann ein Trend wieder entstehen. Ja. Man sagt auch ja immer, ein neuer Trend wird immer aus der Angst herausgeboren. Ja. So, und klar ist jetzt, mit diesen neuen News muss man halt umgehen können und das wird halt jetzt spannend werden. Also für diese News muss ich jetzt sagen, kann es halt sein, wenn heute nichts mehr dramatisch passiert und der Markt genau das gleiche Geier hier rumlegt, wie auch gestern schon in diesem Bereich hier, ganz grob gesehen, dass wir doch einfach vielleicht das Tief jetzt gesehen haben, ohne es zu wissen. Also ich weiß es nicht. Wir stehen aber auch, und das wird halt auch gesagt, weil wir so ein dünnes Orderbuch haben, falls doch nochmal große Player raus wollen, ist halt die Frage, jetzt sind die Märkte in den letzten Tagen halt schon sehr stark gefallen. Sehen wir weitere Liquidierungen im Markt, die vielleicht auch auf institutioneller Seite gemacht werden müssen, aufgrund von Prospekthaftungen, weil die Märkte per se in einem Bärenmarkt halt sind. Ja, was dazu führen kann, dass halt, wenn wir auch eine gewisse Schwelle überschreiten, dass wir auch immer noch diesen Crash sehen können. Ich nehme das Wort zwar relativ selten in den Mund, aber es ist wirklich derzeit so, dass dass wir teilweise so wenig, so eine geringe Limit-Orders halt haben, dass wenn da einer irgendwie mal 1000 Kontrakte halt in den Markt reinschmeißt, der Markt halt gleich irgendwie 100 Punkte am Stück halt fällt. Und das ist halt schon eine Gefahr, dass wir keine limitierten, also keine passiven Käufer haben, weil die nicht bereit sind, in den Markt auf diesem Niveau aktuell so einzusteigen, ja, und den Markt dann halt abfedern können. Und wenn die halt fehlen, kann es ja auf der Unterseite auch nochmal echt ungemütlich werden. Aber Status quo, wenn man den Zustand jetzt sieht, ist so, wir haben gestern in diesem Bereich hier wahnsinnig Long-Aufbauten gehabt gegen passive Verkäufer. Wir haben Netto-Positionierung gehabt, was schon im Nasdaq 4 ist, so also netto 10.000 Kontrakte, die hier reingekauft werden gegen passive Verkäufer. Und dann hat man ja so ein bisschen auch diesen Squeeze-Charakter hier gestern dann wieder gesehen. Und sowas Ähnliches kann man sich dann auch hier für heute vorstellen. Also könnten heute sogar auch ein Tagesreversal halt hinlegen, wenn man sagt, okay, die Zahlen sind so elendig schlecht und schlecht herausgekommen, aber der Markt fällt nicht weiter, ist das halt vielleicht auch genau das Thema, dass wir vielleicht unten fertig sind. Ja, dass keiner mehr Bock hat, da unten auch zu verkaufen. Ja, trotz der schlechten News. Also nur um zu erklären, warum der Markt jetzt steigen könnte. Ja, genau. Nach diesen Zahlen. Ne? Na, normalerweise hätte man jetzt eigentlich eher mehr Verkäufe noch sehen müssen. Ja. Also das ist sozusagen für mich die Denkweise dahinter. Gut, ja. Dann, ja, bei dieser hohen Vola, also wir sehen jetzt hier den 5-Minuten-Chart und wir gucken uns mal die Kerze an. Also die Kerze hat jetzt ist hier schon 150 Punkte lang. Ja, und da sieht man ja, was los ist. Also da einmal verkehrt positioniert, dann ja, es sieht schlecht aus im Spechthaus, ganz einfach. Also von daher halte ich mich massiv zurück. Ja, für mich sind Volatilität oder der Nelson hat es ja heute so schön gesagt. Ein Surfer braucht Wind zum Surfen, aber kein Hurricane. Ja, und ja, wenn man Lust und Bock drauf hat, macht das schon Spaß. Auch, also wenn man richtig liegt, ist das natürlich schon auch Fun, wenn man hier den richtigen Trade erwischt und vielleicht, keine Ahnung, ja, wenn man hier jetzt den Stop-Loss hier nachziehen kann im 1-Minuten-Chart
Ja, als Beispiel und schafft es halt, vielleicht nochmal hier 100 Punkte höher zu kommen, keine Ahnung. Ja. Dann kann das sicherlich schon interessant sein. Also auch das Reinspringen kann natürlich auch richtig gut funktionieren, wenn man eine Stelle erwischt halt für sich und sagt, okay, man ist auf einmal 70 Punkte vorne. In 2 Minuten ist alles cool für mich. Ja, genau. Und dann, ja, das wäre, deswegen halte ich mich jetzt mal aktuell hier zurück. Vom Aufbau des Bildschirms hier, wir haben hier oben rechts bei der hohen Volatilität, kann ich auch jedem immer nur empfehlen, auch immer den Tageschart sogar hier mit offen zu haben. Der ist hier oben rechts zu sehen, der Tageschart. Da seht ihr ja auch die massive Schwankung hier aktuell, 400, über 400 Punkte derzeit. Und damit man einfach sieht, wo man ist. Und aktuell muss man ja ganz klar sagen, wenn wir uns jetzt das mal hier angucken, ich ziehe mal den Tageschart hier kurz ein bisschen größer, ja, dann ist ja schon so, dass hier auffällt, dass wir jetzt das Tief der letzten 3 Tage, wenn man so will, aktuell mal gekauft haben. Ja, nach oben ist halt auch noch nichts passiert. Ja, nach oben ist auch noch nichts passiert. Ist immer noch der Widerstand hier durch das eine Tagestief. Und ja, wenn man jetzt sagt, das Tagestief hier und das Tageshoch, vielleicht auch was wir gestern gesehen haben, das ist so Widerstand, ja, dann ist der Markt jetzt hier halt genau zwischendrin und muss sich jetzt halt entscheiden. Ne? Genau. Und natürlich ganz klar, wir sind halt in einem Abwärtstrend. Ja. Also kann natürlich auch sein, dass ja in diesem Abwärtstrend der Markt dann halt auch dann weiterfällt. Ja. Haben wir ja hier auch gesehen, dass der Markt durchaus oder was im Nasdaq hier ganz gut ist, ja, die Abwärtstrends oder die Widerstände werden echt sauber gehandelt. Ja. So, ja, hier im Tageschart. Ja, und hier hatten wir ja, glaube ich, das eine Webinar gehabt letzten Monat. Ja, und jetzt stehen wir ja einiges tiefer. Also der Abwärtstrend ganz klar intakt. Spannend ist halt wirklich nur diese eine Argumentation zu sagen, wir sind vielleicht zu tief gefallen, dass man halt auf dem Niveau einfach nicht mehr bereit ist zu verkaufen. Und das sollte man jetzt immer mal der Tage überprüfen, weil auch, ihr habt das ja hier gesehen, welche Reaktionen dann auch auf der Oberseite hier kommen können, wenn man mal fertig ist unten. Ja, und davor muss man halt aufpassen, dass wenn der Markt hier wie hier zum Beispiel so ein Tag, der mal rauszaubert, dass man dann nicht die ganze Zeit auf der Short-Seite steht. Ja, und dann geht der Markt da hier 600, 700 Punkte hier am Stück nach oben als Beispiel so. Ja, und das vielleicht aus einer Konstellation heraus, wo man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja, deswegen, also da muss man schon auch durchaus kreativ sein und auch vorsichtig sein. Also aktuell für mich genau hier in der Spanne des gestrigen Handelstages drinne und ja, mal gucken, was der Markt hier dann so treibt. Und wie gesagt, also ich muss heute nicht zwingend handeln. Ja. Thema Orderbuch habe ich ja auch erwähnt gehabt. Das sehen wir hier. So weit kann man es gar nicht aufzoomen. Hier seht ihr das Orderbuch. Ja, der Markt ist hier. Ja, krass. Was sind das hier schon wieder? Also das ist schon spannend, weil der Markt jetzt sich hier gefühlt eigentlich das vielleicht gerade umsetzt, was ich hier gesagt habe, dass wir vielleicht unten fertig halt haben. So, jetzt kommt wieder das typische Problem, dass während des Webinars dann hier das immer mal stehen bleibt, was auch beim letzten Mal dazu geführt hat, dass ich eigentlich nur zwei Kontrakte kaufen wollte und auf einmal die 6 drinne, weil das hier einfach angehalten ist und da gab es ja auch mal innerhalb von einer Minute gleich mal $300 ein Loss auf die Mütze. Aber das ist hier schon ganz stark gemacht, jetzt hat dieses Reversal. Also da würde ich sogar überlegen, wenn die das vollenden, kann man hier sogar reinspringen. Also das kann man durchaus machen. Das hier der 5-Minuten-Chart, der 1-Minuten-Chart ist vielleicht hier sogar schon teilweise zu grob. Ja, ich hatte hier, das habt ihr am Anfang gesehen, hier sogar mal einen Sekunden-Chart eingeblendet, um einfach mal zu zeigen, auch nochmal zu zeigen, wie die Volatilitäten innerhalb der Sekunde sind. Das ist jetzt der Ninja Trader. Ich denke mal auch bei Atas, weil die ja auch mit FX Flat zusammen kooperieren, weiß jetzt nicht, ich sage es jetzt nochmal, normalerweise könnten die vielleicht auch einen Sekundenchart offen haben oder drauf haben. Also dass man hier aus dem Sekundenchart heraus dann auch vielleicht sogar auch handeln kann. Ja? Also das wäre halt auch nochmal aus dem, sage ich jetzt mal, über den Stair Trader hinaus, bei der extrem hohen Volatilität. Vielleicht auch mal ganz interessant, weil man dort auch so gewisse
Preisbereiche halt dann auch extrem genau sieht, wenn sie dann so, ja, so Preisbereiche dann hin und her genommen werden, bevor dann immer was losgeht. Also oftmals hat man dann hier, dass dann in solchen ganz engen Ranges dann Positionen gedreht werden, gemacht werden und dann sieht man hier plötzlich dann so einen Ausbruch, wie gesagt, hier auch in einer Sekunde sind das wieder hier 10 Punkte, 12 Punkte. Aber wie gesagt, ist eine Sekunde, jede Kerze ist immer nur eine Sekunde. Ja, und so sieht das dann halt aus, ne, wie der Markt da hier in der Sekunde rumfeuert. Genau, und das Tool, was ich hier angeschlossen habe an dieses Orderbuch hier oder mit an den Datenfeed vom MetaTrader oder an den Datenfeed von FX Flat, wenn man so möchte, ist hier dieses Tool. Und da können wir uns ja auch mal den Nasdaq hier nochmal anschauen, wie dünn das Orderbuch halt ist und wie schnell das halt geht. Ja. So, ich lösche mal die Zahlen. Also vielleicht ganz kurz als Erklärung. Ich halte mal das Bild hier an. Wir sehen auf der rechten Seite, die Zahlen sind halt ein bisschen klein. Ich habe die so klein gemacht, damit ich überhaupt, damit das Ding nicht die ganze Zeit wie wild hin und her flackert. Aber hier seht ihr das Orderbuch. Ihr seht auf der rechten Seite die Limit Sales. Das sind halt, so geht's nicht. Muss ich hier so machen. Das sind die Limit Sales und ihr seht ja, wie viele Kontrakte hier drin stehen. Ja. 1, 2, 3, 3, 3. Und das sind hier links die Limit Buy Orders. Das sind die Balken, die ihr hier in dem Chart auch drin seht. Ne? Das sind am Ende diese Balken hier. Ja. So, und jetzt seht ihr, jetzt habt ihr ja gerade gesehen, das war irgendwie eine Sekunde als Sprung gewesen oder ja, 10 Sekunden oder so. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell jetzt der Markt hier nach oben gefeuert ist. Und ihr seht jetzt hier auch den Spread. Der Spread hier aktuell im Nasdaq Future, der höchste Kaufkurs limitiert, ja, ist bei 12.463,25 und bei 12.464,75 sind sozusagen 4 Ticks ist immer ein Punkt. Ja, es sind 4 Ticks, 5, 6 Ticks. Ja. Also 1,5 Punkte an Spread aktuell. So. Und dann sieht man auch, wie halt hier Preisbereiche übersprungen werden, durchgehandelt werden, wo halt einfach die Market Orders hier zum Beispiel in dem Verlauf hier hat jemand jetzt Market gekauft und der Markt ist halt einfach am Stück im Millisekundenbereich halt hier diese 3, 4, 5 Ticks halt gelaufen. Ja. Und das ist halt einfach, wenn jetzt, wie gesagt, ganz viele kaufen. Und es stehen halt nur 2, 3 Kontrakte immer zur Verfügung, denn ja, und ich brauche halt ein paar tausend, dann habe ich halt einfach ein Problem und deswegen haben wir dann halt diese hohen Volatilitäten. Ne? Und 10 Kontrakte hier, die sind blau markiert oder 68, seht ihr, das waren jetzt 68 Kontrakte, das ist dem Markt vollkommen egal. Ja? Der nimmt alles, was geht. Ja, und ja, wer jetzt hier die 68 Kontrakte, jetzt sind wir schon wieder dort und waren gerade hier 10 Punkte tiefer und sind jetzt schon wieder bei den 68 dort angekommen. Also ihr seht, wie schnell das halt geht und ja, da muss man halt aufpassen wie die Sau. Und genau, also ich sage jetzt mal, das Orderbuch ist jetzt hier auch wenig hilfreich, egal ob da 200, 600, 700 Kontrakte drinne stehen, auf einem Level wird alles innerhalb von unter einer Minute weggehandelt. Ja. Genau. So, was jetzt hier ganz interessant ist, was ja auffällt, ist dieser Unterstützungsbereich bei 12.407. Ja, den sieht man dann sicherlich dann auch hier so im Sekundenchart. Ne? Da findet man das Ganze dann auch relativ gut, wie dann so ein Bereich hier getestet wird. Und jetzt mal gucken, ob man hier oben den Widerstandsbereich hier rausnehmen kann. Also Chartanalyse im Sekundenchart. Aber es ist halt wirklich manchmal so, ich habe, wo wir mal so extrem hohe Volatilitäten haben, das könnte er natürlich auch machen, wenn der Tick-Chart im MetaTrader eine gute Historie halt hat. Ja, also das war jetzt hier gerade der Widerstandsbereich. Ja, wenn der Tick-Chart eine gute Historie hat, habe ich auch schon mal gemacht, gibt es ja auch im Stereo-Trader. Bei mir funktioniert es nicht ganz so gut, weil dann immer der Stereo-Trader bei mir dann abgeklappt ist im Tick-Chart. Aber es gibt irgendwo auch ein Video ohne Ton auf meinem YouTube-Kanal, wo ich dann den Dow Future, Quatsch, den Dow als CFD aus dem Tick-Chart herausgehandelt habe, ja, um halt hier einfach, ja, einfach zu handeln innerhalb dieser Strukturen, weil das, was sonst halt hier Minuten oder einen halben Tag dauert, dann halt hier im Sekundenbereich dann auch passiert. Ja. Okay. Gut. Ja. Genau. Also Unterstützung jetzt schon wieder gebrochen hier.
können ja noch eine Minute machen wir den 5-Minuten-Chat mal noch drauf. So, ich bin heute überhaupt nicht gekommen, eine Tasse Kaffee, sondern voll. Und ja, wie gesagt, wenn würde ich einen Trade hier mit kleiner Size noch aus Demonstrationszwecken dann höchstwahrscheinlich jetzt hier mal machen und jetzt nicht in einem anderen Tool. Also Tageschart halt, wie gesagt, mit offenem Haken vor allem, wenn wir, heute sind wir zwar in der Handelsspanne vom letzten Tag oder von gestern drin, aber vor allem auch, wenn wir ausbrechen, damit man das einfach sieht, wo wir da hinlaufen. Ja, darunter ist nochmal der 5-Minuten-Chart und darunter gelegt der Stunden-Chart dahinter, um das einfach zu sehen, wo wir uns hier bewegen. Ja, und im Übrigen fällt mir gerade auf, wir haben ja mal im Ausbildungsanteil auch gehabt, Thema Kerze ohne Docht und Lunte. Ja, wurde hier gerade, sehe ich jetzt gerade eben erst sehr gut hier angehandelt, ja. Ja, müsst ihr mal gucken, irgendwo gab es das mal auch als Thema Kerze, Trading ohne Docht und Lunte. Das war am 9.02.2021, das Webinar. Ja, da sah das so aus, Trading Kerzen ohne Docht und Lunte. Ja, als Reaktion, ne? Das zu handeln, gab es auch mal einen Ausbildungsanteil dazu. Ja, hat hier ganz gut reagiert. Ja, ist mir jetzt hier gerade eben aufgefallen, da oben. Ja, also sehr genau gemacht. Als Reaktion das wieder abgeholt. Im CFD gab es das Gap, hier im CFD gab es ein Gap, kann man auch sagen, Gap Close, ja, passt auch. Dann habe ich noch eine Frage gerade bekommen. Hallo Heiko, bringt Footprint, Volume Profile, Market Profile etc. irgendein Edge? Es bringt natürlich schon irgendwo einen Vorteil, aber die Frage ist, in welchem Markt man es halt nutzt. Ja. Und wie soll ich sagen, also ich nutze genau diese Tools, die gerade aufgezählt worden sind, nutze ich schon viele, viele Jahre. Ich glaube, seit 2001, wie gesagt, ich bin ja so ein bin ich damals von Sierra Chart zu Ninja Trader gewechselt, weil Sierra Chart immer monatlich Geld gekostet hat und der Ninja Trader hat einmalig Geld gekostet. Ne? So, und das ist jetzt hier zum Beispiel der S&P 500 in einem Footprint Chart. Und das ist halt die Frage, welchen Vorteil habe ich jetzt so? Und ich muss halt sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, also das funktioniert alles noch durchaus, aber es funktioniert zumindest nicht mehr so, wie ich es halt vor 10 Jahren gehandelt habe. Mal als Beispiel hier sehen wir halt eine große Limit Sell, also eine große Eisberg-Order mit 2600 Kontrakten, die gefüllt wurde und danach pusht der Markt halt einfach weiter. Also man muss sicherlich heute sich da umgewöhnen, andere Setups finden, dann hat man vielleicht auch hier einen Edge, also einen Vorteil. Man wird sehen, es wird sich mit charttechnischer Analysemethode halt auch überlagern. Und es bringt halt dann einen Vorteil, wenn man halt gewisse Sachen sieht, die man im Candle-Chart einfach nicht sieht. Ne? Also wenn ich natürlich sehe, als Beispiel in einem Candle-Chart hätte ich das jetzt nicht gesehen, wenn zum Beispiel hier diese große Limit-Order, die da drinnen gefüllt wurde, und mal als Beispiel, der Markt wäre jetzt von dort aus so nach unten gekracht, dann sehe ich das natürlich im Candle-Chart nicht. Und für mich war zumindest früher der Vorteil, in einem Footprint-Chart zu sagen, oh, ich sehe was du nicht siehst, also was Leute, die das nicht nutzen, nicht sehen. Und war dann vielleicht als Beispiel hier Short gewesen und konnte mein Stop-Loss hier ein paar Ticks da drüber legen und dann fällt der Markt hier erstmal schön nach unten und ich hatte dann einen CRV gehabt, nämlich indem ich hier den Stop hatte, so, sag jetzt mal, 4 Ticks, 5 Ticks. Ich habe früher mal eine Zeit lang im Euro-Dollar-Future mit 4 Pips-Stop gehandelt. Ja, wo ich immer an so einem großen Limit-Order gehandelt habe. Und dann hat man hier dann vielleicht hier das als Profit, ja, und dann sieht das CRV ja ganz gut aus für so einen Trade. Ja. Aber funktioniert heute genauso oft, wie es für mich nicht funktioniert. Also ja, Volume Profile habe ich auch die ganze Zeit offen. Ist halt auch so für eine grobe Orientierung ist es vielleicht geeignet. Ich habe ja mal ein Video auch gemacht, Volume Profile und Footprint Chart, so funktioniert es nicht. Wie gesagt, in der Nachbetrachtung ist es immer einfach zu erklären. Ja, ob man jetzt in Echtzeit, also in echt auch genau auf diese Ideen kommt, das ist halt das große Spannende, die Herausforderung des Ganzen. Ja.
So, und wenn jetzt vielleicht der Markt auch hier so newsgetrieben ist, ist dann halt auch die Frage, achtet jetzt jemand da drauf, ja oder nein? Und um das jetzt dann nicht zu zerquaken, das Ganze, also man wird einen Vorteil haben und man sollte auch da genauso an die Sache rangehen, wie ich das mit den Pivots erklärt habe. Man holt sich entsprechende Tools, wie gesagt, Atas-Software als Beispiel, die auch mit FX Flat funktioniert, ja, oder andere Software, wo man sowas dann mal ausprobieren kann, schaut sich das vielleicht auch mal einen Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate an, guckt, ob man im Netz dann dazu entsprechende Literatur findet und dann schaut man, kann ich das dann umsetzen, ja oder nein. So. Und ich bin halt ein Typ, der einfach sagt, ey, wenn das für denjenigen funktioniert und der den Vorteil darauf hat, dann warum soll das denn nicht nutzen? Aber man sollte genauso auch merken, okay, jo, bringt mir irgendwie gar nichts. Ich hab ab und zu einen Vorteil, ja. Aber ich habe der Vorteil ist mir zu selten, als dass er für mich einen Mehrwert bietet, deswegen habe ich es nicht drin. Ja. Wenn ich das Volume Profile anmachen würde, würde ich es immer vom Nasdaq an sich anmachen und nicht vom Micro Future. Ja, genau. Weil natürlich der Hauptumsatz dort geht. Sie sehen aber relativ identisch halt aus. Ab und zu gibt es mal so Phasen, wo sie deutlich, also wo sie deutlich abweichen, falls, weil im Mikro mal auch auf einem Level plötzlich eine richtig große Order drinne liegt. Und das verzerrt dann manchmal das Bild, dass dann, wenn es halt knapp ist, der Point of Control halt ja zufällig oder ja oder halt bewusst mal woanders liegt, ja, weil ja, das Volume Profile nach dem gehandelten Volumen liegt und wenn irgendwie eine große Blockorder im Micro Future halt mal abgewickelt wurde, an einem Bereich, wo es halt im Mini Future nicht war, kann es halt sein, dass die Point of Control halt mal auch abweicht. Aber sieht eigentlich relativ oft auch identisch halt aus. Ne? Ja, vielleicht auch dazu nochmal. Ich gucke gerade, wo ich hier den. Habe ich wahrscheinlich gerade zu, also wo ich jetzt einen Chart jetzt gehabt hätte. Man hier. Das ist der. So, hier als Beispiel ist jetzt, sind die Charts nur die Kasse zum Beispiel mit Volume Profile. So, jetzt kann man halt überlegen, ob das jetzt was bringt. Wie gesagt, es wird Tage geben, da läuft das richtig gut. Da sieht man auch was. Manchmal ist es besser, halt mit Overnight-Handel zu nehmen, manchmal ohne Overnight-Handel. Ja, und das muss man sich dann halt angucken und im Detail dann bewerten, ob das halt für einen dann halt funktioniert, das Ganze. Ja. Genau. Und so wird es halt immer beide Sachen geben. Ja. So, ja, und vielleicht kann man ja sagen, mal als Beispiel, man hat jetzt hier diesen Preisbereich, ne, da wo der Ausbruch war, da hat der Markt gestern relativ wenig gehandelt, logischerweise. Ja, es ist ja auch kein großes Hexenwerk. Am Ende kann man sich ja auch vorstellen, oftmals, wie das Volume Profile ausschaut. Ja, also ganz klar, es wurde hier nur einmal gehandelt, diese Kerze. Und diese wurde hier nur einmal am Top angehandelt und hier am Top und da ist am Top eher seltener. Hohe Volumina es gibt, ist klar, über dieser Bereich ist dieser Bereich halt ein Volumentief. Vielleicht gestern die Unterstützung hat dann wieder gepasst. Ja, und wenn einer das für sich dann halt als mögliche Chance sieht, um hier von so einem Bereich long zu handeln oder short in so einen Bereich hinein, dann ist das für ihn ja der Vorteil. Ist aber genau der gleiche Vorteil, wenn ich sage, der Markt kommt dahin, wo er nochmal ausgebrochen ist. Ja, und dann würde ich auch im Candle-Chart auf eine ähnliche Idee halt kommen. Und deswegen muss man halt für sich immer mal, also ich, wie gesagt, man sollte von vornherein nicht sagen, das bringt mir nichts, das funktioniert nicht. Das sage ich nicht, man muss das ausprobieren und dann gucken für sich. Und ich kenne auch Trader, die gesagt haben, diese Analyse gibt mir so viel mehr Sinn, als dass sie nicht funktioniert. Und von der Denkweise her bringt sie mich in die richtige Richtung, damit zu den richtigen Trades und deswegen gleich dann genau ist es dein Ding, dann nutze es. Ne? Ich selber habe es halt mit offen, aber ich handle relativ selten wirklich jetzt danach, dass ich, also die Point of Controls werden so oft überrannt, so selten genau angelaufen. Ja.
Also da habe ich jetzt keinen wirklichen Mehrwert. Ja. Value Areas funktionieren genauso oft, wie sie nicht funktionieren für mich. Und von daher, ja. Ja. Muss man halt gucken, welchen Mehrwert man denn selber dann daraus ziehen kann, ja, für sich. Ja. Und andere, die das natürlich, ich sage jetzt mal, auch vergöttern, ja, und dann auch verteidigen, die sagen sich, ja, das funktioniert immer richtig gut. Ja. Aber das muss dann jeder für sich rausfinden. Gut. So. Ja, dann wahrscheinlich, also wie gesagt, für mich wird heute entscheidend werden, was wir mit diesem Abverkauf machen. Und ich würde jetzt erwarten, bis sich hier eine Struktur ausbildet, vielleicht von der man was anfangen kann. Also schön wäre es jetzt, wenn hier dieser Bereich jetzt halten würde, diese 13.220, dass man sagen kann, okay, da geht vielleicht ein bisschen was nach oben. Und wir halten das, diesen ersten Eindeckungsquiz und sehen dann vielleicht dann noch heute nochmal, später dann nochmal weiter nach oben. Alles hier unterhalb dieses Bereiches wäre dann für mich dann auch ja, eher nicht so schön, also nicht schön im Sinne von Long, sondern da würde ich dann darunter nochmal gucken, ob wir dann nochmal hier in diese Tiefs hier hineinhandeln. Ne? Also das wären so für mich die Schlüsselmarken, an denen ich dann vielleicht Trade suchen würde, wenn der Markt einmal so, und diese, das hält, und darüber wäre jetzt aktuell für mich hier eher leicht long. Ja, können wir mal gucken, ob wir hier im 5-Minuten-Chart was sehen. Ja, gerne möchte ich bei sowas dann immer, dass entweder genau das Tief hier, also dass man hier genau in diesen Bereich hier reinkommt, relativ knapp, weil falls der Markt dann doch runtergeht, damit der Stop-Loss nicht zu groß ist, selbst jetzt ist der Stop-Loss ja hier schon 50 Punkte. Ja, genau. Ja, das ist die große Frage. Also was immer ganz gut ist, wenn diese Außenkerze, die wir hier haben, jetzt hält. Also wenn die auf 5-Minuten-Basis und vielleicht dann später auf Stunde, wenn die hier verteidigt wird, das ist für mich immer ein ganz gutes Zeichen, dass man erstmal nicht bereit ist und nicht mehr weiter runterkommt. Und das passt dann zu dem Thema, was ich vorhin auch erzählt habe, dass wir gestern hier unten Käufe gesehen hatten. Und wenn wir jetzt auf dem höheren Niveau das auch nochmal so halten, denn wie gesagt, ist immer die Möglichkeit, dass wir auch diesen Short Squeeze auf der Oberseite bekommen könnten. Wird das fallen gelassen, dann würde ich mich auch umdrehen von der Meinung her und dann sagen, gut, dann gucken wir hier unten nochmal. Und wenn auch zum Handelsende, was ich heute Richtung 21 Uhr das auch nochmal fallen gelassen wird, dann soll es halt so sein. Aber aktuell wäre für mich hier das eher ein Long-Bereich. Ne? Also irgendwo hier unten so Richtung 12.335. Genau, jetzt haben wir hier eine neue Stunde angefangen. Cool wäre natürlich, wenn jetzt die Stunde einfach auch das Tief dieser letzten 5-Minuten-Kerze halten würde. Dann hätten wir hier schon die Chance, dass wir das ja als Lunde vielleicht dann umbauen. Ja. Falls wir davon unterstellen, dass wir hier auch höher gehen können. Ja. Genau, dann können wir hier nochmal auf die Einzelwerte so gucken, was die so treiben. Sehen eigentlich auch ganz gut. Für mich wichtigster Wert halt die Apple-Aktie, die verteidigt zumindest mal das gestrige Tagestief auch ganz gut. Einige Werte sind ja von den Tagestiefs eigentlich auch ganz gut weg aktuell. Also wie gesagt, das habe ich auch immer offen hier die Einzelwerte, um hier so ein bisschen zu gucken, ja, kommt jetzt der Druck eher aus der Kasse oder aus dem Future heraus, ja, und das gibt mir auch so ein bisschen ein Bild halt, wie der Markt dann halt schwankt. Also bei so einem Bild, wo jetzt, ich sage jetzt mal, am schwächsten nur die Microsoft ausschaut, ja, die so ein bisschen Tendenz hat, hier so abzukippen, ist halt oft so, dass halt dann vielleicht auch mal so tiefst dann kurz unterschritten werden im 5-Minuten-Chart und dann gekauft werden. Ja, und wenn dann diese Tendenzen, ne, der steigenden Kurs dann aufrechterhalten wird, dann sieht es oftmals in einem anderen Chart so aus, dass ich jetzt das Tief und dann wird das Tief halt unterschritten und dann mit der nächsten Kerze dann direkt wieder gekauft. Ja. Also das ist so die Idee halt. Ja. Wenn das hier gehalten werden kann. Ja. So sollten halt jetzt noch mehr Werte hier abkippen, dann ganz klar und der Microsoft nachziehen, dann auch die Möglichkeit, oder wenn der Future dominant wird, dann würden alle Werte nach unten ticken.
Ja, dann wäre das halt auch eine Idee, dass man hier dann auch dann eher die Verkaufsseite sieht. Ah, jetzt gab es hier wahrscheinlich einen Stich auf der Unterseite gerade. Und da merkt man, das kommt dann halt aus dem Future heraus, ne? Also ich mache das, ich ziehe mal das Bild hier so rüber. Ja, also das ist zum Beispiel jetzt über den Future gemacht. Warum über den Future? Weil halt alle Werte nach unten ticken. Also wenn ihr jetzt euch die letzte Minute hier anguckt, ja, diese letzte Minute hier, die ist, sieht fast in jedem Einzelwert so aus. Ja, also jeder Einzelwert hat aus dem Nichts sozusagen diese Kerzen nach unten dran gebastelt bekommen. Und das heißt, wenn alle Werte das machen, dann ist das halt eine Bewegung aus dem Future heraus. Und jetzt muss man halt mal gucken. Ja, das wäre jetzt der große Verkäufer, ist dann die Frage. Ist das jetzt jemand, der einfach hier raus ist, weil er nicht mehr unterstellt, dass der Markt halt weiter fällt? Ja, oder ist es jemand, der auch eine Short Trade initiieren möchte über den Future? Das heißt, sobald der Markt wieder hochkommt, drückt er halt nochmal drauf und alle Werte fallen dann weiter. Und dann hätte ich zum Beispiel einen Ansatz zu sagen, okay, das kommt hier auch wirklich aus dem Future raus. Da macht jetzt einer Tabula Rasa, ja, weil alle Einzelwerte halt mit, gleich im gleichen Step, also fast im gleichen Step halt mitticken wie der Future. Ja, und ja, so kriegt man dann so ein bisschen vielleicht auch ein Gefühl dafür, wo die Dominanz halt im Markt liegt. Ne? Genau. Also das Bild ändert sich ja auch sekündlich. Ne? Ja, wenn jetzt einer im Future halt sofort kauft, dann wird man das ja auch sehen. Gut. So. Ja, gut, jetzt sind wir genau unter diesem Level drunter. Wie gesagt, der Future Boy hat es hier gemacht. Ja, und ja, wenn jetzt der Markt hier nur nicht mehr über die 15 oder hier ja, über die 13.000, 12.300 kommt, dann bleibt es halt für mich dann jetzt eher leicht short. Mit Ziel, dass wir hier diesen Anstieg wieder abverkaufen. Aber wie gesagt, aktuell habe ich kein Setup mit einem geringen Risiko. Und von daher, also selbst wenn ich jetzt hier short gehe, muss ich schon wieder mal irgendwie 30 Punkte oder 78 Punkte in dieser Minute hier als Stop-Loss hinlegen, mit der Hoffnung, dass der Markt halt 80 Punkte fällt. Ja, dann muss er jetzt hier runterfallen. Das sehe ich jetzt auch nicht bei dem Hin und Her. Also von daher lasse ich das. Ja. Vielleicht auch am Abend, wenn sich dann der Markt dann beruhigt hat, so Richtung 16:30, 17:30, ja, über die Mittagszeit, vielleicht ergeben sich dann so ein bisschen saubere Chartbilder, wo man vielleicht dann auch mehr mit anfangen kann. Genau. So, ich würde hier vielleicht sogar nochmal in den Sekundenchart hier nochmal kurz reingucken. Ob man da das. Ja, am Ende bis jetzt ganz gut gemacht. Ne? Breakout und Pullback, ne? Bis jetzt. Also auf Sekunde, wie gesagt, das ist ein Sekundenchart, das darf man nicht vergessen. Ja, ist das hier das letzte Tief ausgebrochen, zurückgelaufen und dann, jetzt habe ich die richtige Farbe hier getroffen, dann erstmal zurück. Jetzt kommt es halt hier drauf an, ob wir hier aus dieser Range dann den nächsten Step runter sehen. Und jetzt kommt halt die fiese Variante. Die fiese Variante wäre, so wie hier auch, kurz drunter und dann plötzlich hier so 12 Punkte hoch und da dran dann wieder nach oben zu smashen. Ja, also sowas hier, so ein schöner oben durch, kein Anschluss und dann wieder komplett zurück. Das sind halt so, das wäre so jetzt diese tricky Variante. Mal gucken hier, ob wir das, den Widerstand jetzt wieder auf der Oberseite brechen können. Naja. Also da muss man sich halt Lust haben, sich da reinzufuchsen in den Markt oder den auch handeln zu wollen. Ja, genau dieser Rücklauf. So, und das ist jetzt genau am Ende das Ding, was hier angeschossen wurde, rückabgewickelt. Ja. So. Und das in der letzten Minute der 5-Minuten-Kerze, in den letzten 30 Sekunden. Dann holen wir uns hier nochmal das Second, ja, genau das Ding. Naja. Also da muss man, das Problem ist halt, selbst in so einem Verlauf muss ich dreimal um die Ecke denken. Ja. Das halt immer so, der erste Ansatz funktioniert, aber das, was man danach eigentlich erwartet, ja, das funktioniert ja nicht. Ne? Und zwar,
Wir haben jetzt einen Breakout, einen Rücksetzer und dann möchte ich ja eigentlich Trendfortsetzung sehen. So, dann sieht man halt, okay, egal ob das jetzt eine Sekunde, Minute, 5 Minuten Chart ist, dann eiert der Markt aber hier seitwärts hin und her und dann läuft er hier so langsam nach oben und merken die wahrscheinlich schon, okay, da kommt nichts nach, da kommt nichts nach und dann kommt der Stop-Loss. Genau der, der hier diesen Short-Trade aufgemacht hat, der ist genau der wahrscheinlich, der den hier wieder zumacht. So, jetzt halt die Frage, macht der es halt nochmal hier runter? Ja, weil der obere Widerstand hält, oder sehen wir jetzt auch noch, dass wir den hier rausnehmen und dann den nächsthöheren auch noch rausnehmen. So. Und so kann das halt, ja, eiert das jetzt hier hin und her. Ja. Aber das hat man, denke ich mal, jetzt ganz gut gesehen, vielleicht vom Verlauf her, wie da in der Minute der Trade wieder zugemacht wurde und jetzt wieder halt aufgemacht wird. Also, wie gesagt, allein jetzt hier diese Kerzen von 70 Punkte in einer Minute hoch und runter, das ist mir alles too much. Und da muss ich ganz ehrlich auch nicht handeln. Ja. Ich weiß, dass ich an so einen Tagen ab und zu mal einen guten Treffer halt habe. Aber wenn man da nicht reinkommt und nicht bereit ist, auch in einer Minute oder unter einer Minute den Trade halt zuzumachen, dann, ja, dann kommt man eventuell in Schwulitäten. Spätestens dann, wenn der Markt halt mal 1 Minute oder 5 Minuten, so wie hier, ja, in 5 Minuten halt 180 Punkte läuft. Ja, dann Mahlzeit. Ja, und man sollte nicht immer den Gewinn sehen, sondern immer das Risiko. Ja, ich sehe es halt bei Leuten, die jetzt mir dann schreiben, also oftmals nach solchen hohen Wohlerphasen bekomme ich dann wieder vermehrt Mails, dass man einen Account geschrottet hat, weil man doch wieder zu hohes Risiko gegangen ist, weil es da vorher wieder so gut lief. Ja, und dann hat man an einem Tag so viel platt gemacht, weil man halt verkehrt in einer 200-Punkte-Kerze drin war und dann nachgekauft hatte und dann haben einen die Emotionen getriggert und naja. Und dann geht das sein Spiel. So, und deswegen ist für mich dann immer bei sowas eher, ja, das hier für mich eher eine, ja, so just for fun würde ich sowas halt handeln mit kleiner Size. Aber wirklich, um jetzt Position aufzubauen, ist mir das einfach too much. Ja. Weil halt, wie gesagt, wir diese Problematik dieser Fast Moving Markets halt haben. Ja. Was halt natürlich ganz cool ist, wäre oder ist halt, dass der Stereo-Trader einen hier recht gut hilft. Ja, also das muss ich schon sagen, wenn man jetzt zum Beispiel hier mit Limit Pullback so arbeiten würde, jetzt hier drinnen, können wir mal gucken, falls der Markt uns hier nochmal mitnimmt, dass man hier, ihr seht das ja, so richtig gut reinkommt, ja, und schön nach unten gezogen wird, ja, und wenn der Markt dann hier so pusht, ja, wie gesagt, ist jetzt alles Minimum hier, aber ganz ehrlich, ich habe den einen Tag so gehandelt, und war halt erstaunt, dass auf einmal auf der Uhr da auch 50 Euro standen, wo ich mir gedacht habe, okay, mal umgerechnet auf dem Mikro, was das bedeutet hätte. Aber die Drawdowns, hier kann man vielleicht einfache Drawdowns halt aushalten oder so oder wie auch immer. Ja, und wenn man sich denn hier, ups, jetzt war ich zu schnell, den TI mal wieder nicht richtig eingestellt hier. Wollte gerade den TI anschmeißen, das sieht auch gut aus, wenn man wirklich 1 Minute hier erwischt und der TI läuft dann mit. Dann sieht das natürlich schon richtig nice aus, wenn da so Action halt also da ist der Stair-Trader natürlich echt ein Highlight. Jetzt müssen wir hier mal gucken, was der TI, ich glaube, ich habe den Chart hier neu auf, ja gut, also TI ist, bei mir ist es TA20 und aktuell muss man wahrscheinlich hier 8 Punkte Luft lassen. Ja. Ja. Und ja, wenn man hier mit der Size runtergeht, dann, also ich würde nur limitiert handeln, also nur mit Limit Pullback Order hier handeln an der Stelle. Weil, ihr habt es ja gerade gesehen, ich weiß jetzt nicht, ich habe mir jetzt die Zahlen nicht gemerkt, aber keine Ahnung, ich habe die Limit Pullback bei 38 eröffnet und bin halt bei 12 Punkte tiefer halt reingekommen. Ne? Und wer so handelt, der findet hier immer mal auch einen coolen Trade. Und wer auch sagt, ich kann zwischen 0,1 bis 2 halt auch einen Trade aufbauen, wenn es mal nicht so läuft, ja, und komme bei der Wohle halt trotzdem gut raus oder ich kann halt so eine Position managen, dann ist ja auch alles okay. Ja. Also selbst bei der Wohler, wie gesagt, selbst, man muss ja nur ausrechnen, mit 0,1 sind es ja, mit 0,1 sind es hier 7,60 Dollar, ja, eine so eine 5-Minuten-Kerze mit einem CFD sind schon 80 Dollar, ja, und wenn ich halt einmal so ein Ding halt ganz gut erwische, ne, dann ist das schon auch ganz cool. Ja. Also so wird, also ich würde es wie gesagt immer nur per Limit Pullback handeln, das Ganze. Limit Pullback ist hier eingestellt. 3 Punkte. Also 3 bis 5 Punkte würde ich hier wahrscheinlich so einmal drinne haben. Ja. Schade, dass ich da,
ja, ich habe, wie gesagt, den Chart halt neu aufgemacht und habe das jetzt vorher nicht geguckt, aber der Trade wäre sicherlich auch schon raus gewesen. Aber mal gucken, ob wir hier einen Short reinkriegen. Mal gucken. Wie gesagt, manchmal hat man auch, also jetzt mal gucken, wenn der TTI hier losgeht. So. So, mal sehen, ob man hier einen schönen TI mal kriegen. Ja, es sieht schon cool aus, wenn es dann runterläuft. Ja, und so kann man ja auch handeln und sich dann, wie gesagt, auch, man kann das so nachziehen, so nachziehen. Das Schöne natürlich bei der Volatilität halt ist, mit dem einen oder anderen Treffer, ja, kann man halt wirklich schön was rausholen. Man muss halt aber da auch sehr flexibel sein, sehr, ja, gedankenschnell sein. Ja, und man sollte das Risiko wirklich sehr klein nehmen, finde ich, um halt, wenn es dann doch mal nicht läuft oder man doch mal nicht die richtige schnelle Entscheidung treffen kann, dass man halt schnell rauskommt. So. Und deswegen, ich würde das Risiko immer klein halten. Ja, und ja, wenn es gut läuft, könnt ihr hier auch das im 1-Minuten-Chart, ihr könnt ja auch den hier nehmen und macht dann hier nicht TA20 an, sondern macht hier PLH. Ja, ich habe da letztens auch mal einen Trade gehabt. Wenn ihr euch das im 1-Minuten-Chart anguckt, heute haben wir nicht mal so einen Tag gehabt, aber nur mal als Beispiel, ja, doch hier unten zum Beispiel, diese Erholung hier. Wenn ihr das mit PLH1 einfach nur nachzieht, Abstand irgendwie 3 Punkte oder so oder 5, und man schaut sich jetzt mal an, als Beispiel, wir gehen jetzt mal davon aus, wir wären jetzt hier long gewesen, warum auch immer, ja, und man sieht dann hier, wie der Markt dann hier das nach oben geht. Und da kommt ihr echt weit, also bis hierhin wären wir dann gekommen. Ja, oder hier so auch, ne, was da halt möglich ist, wenn das Ding dann halt läuft. Ja, oder auch der hier, ne, der Trade hier auch, ja, von hier aus, hier ein, den nächsten da, dann da und dann hier raus. Ne? Und da, selbst wenn man da gar kein TP an hat, ist da halt wirklich was möglich. Ne? Also von daher, so kann man schon handeln, also geht auch. Ne? Aber wir haben mit 0,1, wie gesagt, 0,1, 0,5 und ihr werdet erstaunt sein. Also wenn ihr, es kommt natürlich immer auf die Depotgröße an, ja. Ach ja, wie das hier immer senkt. Aber da könnt ihr wirklich mit dem Stereo Trader so entspannt und richtig gut handeln. Also das ist schon echt nice. Also da gibt es auf alle Fälle kein besseres Tool. Und da muss ich ganz klar sagen, da ist jede Future-Plattform kackt da ohne Ende ab. Ja. Also das muss man ganz klar sagen, weil selbst in jeder Future-Plattform dieser Order-Modi es einfach nicht gibt. Ja, ich kann halt nicht eine Limit-Pullback gibt es halt nicht. Das ist halt einzigartig. Ne? Also das und das dann hier drüber abzuwickeln bei FX Flat, wie gesagt, bei geringer Volatilität handle ich ja sowas dann auch im Mikro-Future. Und aber ansonsten ja, kann man ja gucken, wie man es jetzt dann für sich dann halt hier hinbekommt. So, jetzt müssen wir ja gucken, nicht, dass ich jetzt hier plötzlich hier im Großen handle. Ja, so, da, das Bild brauche ich. Ja, dann ja, könnt ihr hier drin rumhandeln. Ja. Also, wie gesagt, mit dem funktioniert das ganz gut mit dem Stair Trader. Ja. Ja. Wie gehe ich mit dem steuerlichen Maximalverlust rum? Oh, na, na, na. Achso, erstmal, ja, also ich selber muss sagen, ich komme selber aktuell nicht an die 20k ran und ja, in dem Status, in dem ich bin, gehen auf minus 40k. Also von daher, bis ich jetzt in eine Trading GmbH wechseln müsste, ist noch ein bisschen Luft. Ja. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt auch so schnell handelt, also derzeit liegt meine Trefferquote bei meinem Plus Trade, also meine Trefferquote irgendwie bei 73%. Ja. Okay, gerade gesehen, im Sierra bastel ich mir so eine Limit Pullback in 5 Minuten. Okay. Okay, also wenn man halt die Order-Funktionalität jetzt sich selber mit einer Software basteln kann, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich, was ich an Chartsoftware kannte, war das, also ist keine standardisierte Order der Börse. Also das muss man ganz klar sagen. Ja, aber wenn man das selber basteln kann und sicherlich mit Programmierkenntnisse oder wenn es sowas jetzt auch einfacher gibt, dann kann man sich das ja auch selber basteln, ganz klar. Also
das habe ich, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber das Schöne ist ja, wenn der Dirk das hier schon auch für uns hat, dann kann man das ja nutzen. Ja. Genau, und so könnt ihr halt dann gucken, dass ihr dann in dem Markt dann halt klarkommt. Ich finde, wie gesagt, das Coole ist, ihr habt zwei Möglichkeiten, hier einmal diese Order da zu nutzen, also diesen Trade zu nutzen, wie auch immer ihr den einstellt, ja, den Trade zu nutzen oder dann halt hier oben den TI-Trade zu nutzen, den euch nochmal einzustellen, und da habt ihr zwei Stop-Loss-Möglichkeiten, ja, die ihr sofort aktivieren, deaktivieren könnt. Wenn ihr jetzt im, wenn ihr jetzt diesen, wenn ihr in einem Trade drinne seid und ihr habt hier diesen Trail ja angeklickt, dann könnt ihr ja diesen Trail-Button, der dann hier auftaucht, könnt ihr ja einfach auch immer dann direkt reinziehen in die Kerze, um dann halt genau dort entsprechend in der Kerze dann auch den zu aktivieren. Ne? Das ist ja eigentlich auch ganz cool gemacht. Gut, ja, dann wäre ich, glaube ich, erstmal so durch für heute. Ich habe heute so viel geschnattert, dass meine Kaffeetasse noch voll ist. Aber jetzt haben wir es gleich halb. Ich würde mich wahrscheinlich jetzt gleich mal auf den Weg machen in den Garten. Ja, und ja, genau. Dann kam mir gerade Feedback. Danke, Heiko, für das super Webinar. Wie immer top. Bis demnächst im Orderbuch. Ja, genau. Also am Ende, wenn wir an der Börse handeln, dann sehen wir uns alle im Orderbuch. So, jetzt. Also, wenn ihr eine Order drin habt, könnt ihr hier diesen Trading Stop aktivieren, indem ihr den hier hinzieht, und dann, sobald der Markt darüber geht, ist dann diese Trailing Stop Order dann aktiviert. Ist jetzt einmal wieder zu früh geklickt. Wurde eigentlich hier unten schon. Genau. Ja. Also, dann wären wir soweit durch für heute. Mal gucken, wo uns der Markt denn hier noch hinbringt heute, für heute. Und dann, ja, wären wir erstmal soweit durch für heute. Das mache ich doch nochmal einmal. Naja, genau. Gut, dann Aufzeichnung kommt ja bald, und dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Aufzeichnung seht. Und wenn euch das Webinar gefallen hat, dann auch schon mal vielen Dank für das Feedback hier, was sich mir gerade rüberfliegt. Und an der Stelle dann, genau, darf ich erstmal nochmal FX Flat danken für das, für die Möglichkeit, dass ich hier das bisschen zeigen kann. Ja, wie gesagt, heute nicht viel gehandelt, aber erklärt, auch nicht im Future gehandelt, wie es eigentlich vorgesehen ist. Aber wie gesagt, bei der Volatilität muss man halt für sich dann das halt dann abkönnen, entsprechend mich hierzu zu sagen, ja, dann handle ich halt erstmal in einem anderen Markt. Ne? Genau. Jo. Gut. Dann zurück zu FX Flat, und ja, ich werde mal gucken, wie ich hier den Trade noch durchbringe, oder vielleicht muss ich auch gleich aussteigen. Ja, zu spät, zu früh, zu spät geklickt. Genau. Naja, aber am Ende Maximum 20 Euro Loss ist auch, kann ich mitleben. Gut, dann zurück zu Nelson, und ich wünsche euch noch allzeit gute Trades, und ja, dann bis nächsten Monat, glaube ich, irgendwann. Der Nelson wird euch sagen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Ja, vielen Dank, Heiko. Ich habe zu danken für das Webinar. War mal wieder top. Ich kann mich denen nur anschließen, und wünsche dir dann natürlich viel Spaß im Garten. Genießt das Wetter, und vielen Dank an alle, die dabei waren, und für das Interesse. Wünsche noch einen erfolgreichen Tag, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin, tschüss.